يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ما بعد. بيكش فستا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir befinden uns immer noch in diesem gesegneten Monat Ramadan und bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns vergibt und unsere Bittgebete annimmt. Und heute sind wir bei einem Bittgebet, welches sehr, sehr, sehr kurz ist. Aber wem dieses Bittgebet erhört wird, der bekommt schon das Paradies auf Erden. Genau, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, seinen Propheten befehlend, Rabbi zidni ilma. Subhanallah. Gezählte Worte. Rabbi zidni ilma. O mein Herr, mehr mein Wissen. Im ganzen Koran, lies ihn durch, von Al-Fatiha bis An-Nas, wirst du in keinem Vers finden, dass dem Propheten sallallahu alaihi wasallam befohlen wird, von einer Sache mehr zu verlangen als Wissen. Weil das Wissen, wer es in sich trägt oder wer es bekommt, hat schon, wie gesagt, das Paradies auf Erden. Deswegen sagen die Gelehrten, es gibt nichts, was nach den Pflichten sofort danach kommt als das Wissen. Wenn es eine sechste Säule gäbe im Islam, dann wäre es die Säule des Wissens, das Wissenstreben. Subhanallah. Das Paradies auf Erden nennen es manche. Das Licht für dein Herz. Nur durch Wissen weißt du, wie du deinen Herrn anbetest. Und deswegen hat er dieses großartige Wort Hilm vor der Shahada sogar gestellt. Wir wissen, dass Ashhadu an la ilaha illallah oder das Wort, der Satz La ilaha illallah, der Schlüssel fürs Paradies ist. Und in Surat Muhammad befiehlt Allah fa'lam annahu la ilaha illallah. So setzt er diesem gewaltigen Wort das Wissen vor. In Befehlsform sogar. Okay? Und das Wissen erhöht dich im Dies und im Jenseits. Wie wir alle wissen, im Diesseits kriegst du eine hohe Position. Koranlehrer, Mufti, Arabischlehrer etc. Du bist ein Nutzen für die Menschen. Und im Paradies erhöht es deine Stufen. Und das Grundwissen an sich ist der Koran. Jeder Vers eine Stufe. Kein Befehl im Koran für Vermehrung von einer Sache als Wissen, wie schon vorher erwähnt, was darauf hinweist, dass dieses Wissen gewaltig und groß ist. Musa und Khidr, die bekannte Geschichte im Surat al-Kahf, dreht sich nur um Wissen, dass er hingehen sollte und diese paar Thematiken von ihm lernen sollte, weil er vorher gefragt wurde, kennst du einen Wissenden als dich? Als er verneinte, fing die Geschichte an. Und wir kennen alle drei Dinge, die den Toten verfolgen, beziehungsweise die man hinterlassen kann. Die Sadaqa Jariyah, das Wissen und ein rechtschaffenes Kind. Und sie sagen, von den drei Dingen ist das Wissen am besten, weil das rechtschaffene Kind kann sterben, die Sadaqa Jariyah kann aufhören, doch das Wissen kann bleiben. Du sagst, ja, die Bücher können verbrennt werden, aber es werden immer Bücher eher gerettet als ein Brunnen oder ein Kind, welches versterben kann. Hier, bitteschön, Bücher bleiben bis zum Ende der Welt. Doch die Kinder sterben und der Brunnen wird irgendwann trocknen. Doch das Wissen bleibt. Liebe Geschwister, das Thema Wissen ist ein riesiges Thema. Was wir hier lernen ist, Rabbi zidni ilma, möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Wissen mehren. Hadha wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.